Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist jetzt eben von allen schon gesagt worden, Daten sind ein Rohstoff und Daten werden, vielen Dank für das Wasser, Daten werden zur Wertschöpfung dringend benötigt. Darüber sind wir uns alle einig, da besteht kein Dissens. Aber was Sie von der FDP fordern hier in Ihrem Antrag, was heißt das eigentlich? Also hier sind viele Begriffe durcheinander gebracht worden. Sie beziehen sich konkret auf Geodaten. Hier war jetzt eben die Rede von vielen, vielen anderen Daten bis hin zu personenbezogenen Daten. Sie aber fordern von der FDP in Ihrem Antrag, Geodaten, die die öffentliche Hand ermittelt hat, und darum geht es ja ganz konkret in Ihrem Antrag, diese Daten sollen grundsätzlich kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Als Begründung dafür führen Sie die Informationsinteressen der Bürgerinnen und Bürger an. Sie sprechen von Vereinen in Ihrem Antrag oder auch von der Wissenschaft. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, darum geht es Ihnen doch hierbei gar nicht. Es geht Ihnen darum, dass milliardenschwere Digitalunternehmen auch sich noch an dieser Stelle bedienen sollen. Wir als LINKE fordern dagegen, dass diese großen Digitalmultis erst einmal anständige Steuern zahlen und sich an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen sollen, bevor sie sich mit Steuertricks aus der Verantwortung stehlen und dann eben noch öffentliche Leistungen kostenfrei in Anspruch nehmen. Wir setzen uns gerne einmal zusammen und diskutieren darüber, was die Position der FDP ist, wenn es um die gerechte Besteuerung genau von diesen großen Digitalmultis ist. Sie fordern in Wirklichkeit, und da geht es dann nicht um Wissenschaft und es geht auch nicht um die Bürgerinnen und Bürger, die schauen wollen, irgendwie, wann kommt der nächste Bus oder wo kann ich am besten wandern. Sie fordern an dieser Stelle Open Source für Digitalmultis und Agrarkonzerne wie Monsanto, weil das sind die Geschäftsmodelle, die dahinter stehen. Und ich möchte mal, weil wir heute Vormittag auch diskutiert haben über die Atommüllendlagersuche, über ein ganz konkretes Problem bei diesen Geodaten sprechen. Als es darum ging, geeignete Standorte zu finden, wurde auch zurückgegriffen oder sollte auch zurückgegriffen werden auf die Geodaten von vielen deutschen Firmen, die nämlich im Rahmen von seismologischen Untersuchungen und Ähnliches über die Bodenstruktur eine Menge Informationen gesammelt haben. Diese Bitte, diese Daten bereitzustellen für die Öffentlichkeit, ist genau von diesen großen Firmen, also von Shell und so weiter, wie sie alle heißen, kategorisch abgelehnt worden. Und die Frage, wo geeignete Endlager letztendlich stehen könnten, wäre fast daran gescheitert. Es gab jetzt den Kompromiss, dass diese Daten eben geheim einer kleinen Gruppe von 11 Personen, 11 Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt werden. Aber die Öffentlichkeit darf diese nicht einsehen und darf eben dann auch nicht an der Entscheidung und Interpretation teilnehmen. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, sagen wir ganz klar, quid pro quo, wenn diese Daten zur Verfügung gestellt werden von der öffentlichen Hand, dann fordern wir genau das Gleiche natürlich auch von denen, die diese Daten kommerziell erheben. Denn nach den Daten der Öffentlichkeit zu greifen und gleichzeitig die eigenen Datenbestände schützen zu wollen, geht nicht, zumindest nicht mit uns LINKEN. Aber es gibt da ja auch durchaus eine Lösung. Auch dieser Begriff ist ja schon gefallen. Creative Commons wäre da eine Möglichkeit. Es könnte damit sichergestellt werden, dass diejenigen, die öffentliche Daten nutzen wollen, auch den Zugang bekommen. Und gleichzeitig könnte geregelt werden, dass, wenn Unternehmen diese Daten zu kommerziellen Zwecken auch nutzen wollen, sie einen Beitrag auch liefern zur Finanzierung der Datenschöpfung. Das wäre tatsächlich etwas, wo beide Seiten etwas davon hätten. Diejenigen, die Gewinne damit generieren, werden dann eben entsprechend auch angemessen beteiligt. Die Daten ständen zur Verfügung, sie könnten nicht kommerziell, sie könnten auch für die Wissenschaft genutzt werden. Und ja, es ist ja nicht unanständig, Gewinne zu generieren. Ja, soweit funktioniert ja unsere soziale Marktwirtschaft. Die Frage ist nur, wie man dann mit diesen Gewinnen umgeht. Und wir finden schon, dass diejenigen, die Gewinne mit öffentlichem Eigentum machen, nachher auch an den Erstellungskosten beteiligt werden müssten. Und damit Sie es auch noch einmal verstehen, was wir damit meinen, niemand käme auf die Idee, dass die Rechte für Bodenschätze oder Trinkwasser oder für Straßen kostenfrei für Konzerne zur Verfügung gestellt werden, mit der Begründung, die sind ja eh da,
die sind ja öffentlich. Nein, auch LKWs zahlen ihre Mautgebühr für die Straßenbenutzung, und das ist auch gut so. Und dann frage ich mich, was kommt eigentlich als nächstes von der FDP? Die Forderung, dass Schwarzfahren straffrei sein soll etwa, weil die Bahnen ja schon von der öffentlichen Hand bezahlt worden sind und die Mobilität ein wichtiger Faktor für die heimische Wirtschaft ist? Ich glaube, wir könnten uns auf diesen Deal durchaus einlassen. Aber an der Stelle, wo es darum geht, dass alle etwas davon haben, da kneifen Sie dann bekannterweise. Meine Damen und Herren, wenn Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind, dann müssen wir eben auch gemeinsam dafür sorgen, dass es nicht wieder die großen Multis sind, die sich Monopole sichern und die Kartelle bilden und die Gewinne nachher einstreichen. Was Sie, liebe Kolleginnen von der FDP, hier fordern, das ist keine Datenpolitik, das ist klassische neoliberale Politik. Und daher werden wir Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank.